Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 7 Update Video. Ich habe hier auf 2 A4 Seiten sämtliche offizielle Season 7 Patch Notes jetzt schon deutlich vor dem Release. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich würde sagen, ohne groß drum zu labern, fange ich direkt mal an und ganz am Ende des Videos gebe ich euch noch den offiziellen Horizon Trailer, der Horizon offiziell richtig ankündigt mit ihren Fähigkeiten und so weiter, ist heute auf YouTube veröffentlicht worden, geht eine Minute, 20 Sekunden, irgend sowas um die Dreh, ist auch sehr interessant, also wer da Bock hat, bleibt bis zum Schluss dran und es sind auf jeden Fall eine Menge richtig genialer Änderungen dabei und auch die Sounds der Steps soll verbessert sein. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das in der Praxis aussieht. Wir fangen jetzt erstmal an. Horizon Trailer habe ich euch gesagt. 2 Wochen lang können wir erstmal nur Olympus spielen und keine andere Map. Kennen wir schon. Aus Season 3 war das, glaube ich, so. Dann, das Trident-Fahrzeug wird nur auf Olympus zu fahren sein. Es soll wohl nicht explodieren können. Man kann es also nicht komplett zerstören. Aber, und da habe ich letztens schon drüber gesprochen, was sehr, sehr interessant ist, wenn ihr das Teil anschießt, verteilt sich der Schaden gleichmäßig auf die Legenden. Es sei denn, ihr trefft eine Legende direkt. Also das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr gegen so ein Trident fightet, Teamshotten gegen dieses Ding und alles ist schön. Und ja, das mit den Legenden hatte ich erzählt. Der Kings Canyon fliegt vorerst aus der kompletten Map-Rotation. Das hat jetzt nicht mit Rank zu tun, sondern im Allgemeinen können wir jetzt erstmal eine Weile lang Kings Canyon gar nicht spielen. Hatten wir auch schon mal das Dilemma. In Season 3 startete das, kam World's Edge mit ins Spiel. Wir konnten ewig lang Kings Canyon nicht spielen, nur an irgendwelchen Events. Wie gesagt, wie lange das dauert, keine Ahnung. Ranked-System, ich gebe jetzt keine Neuerung zum Ranked-System im Allgemeinen, aber wir werden jetzt die erste Hälfte der Season 7 nur Olympus spielen und in der zweiten Hälfte der Season, was heißt nur Olympus, natürlich wird dann World's Edge sein und eben nicht Kings Canyon. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. So, eine Woche lang haben wir Zeit, mit 30 Mann Olympus komplett unsicher zu machen, ohne Waffen, ohne alles. Wir können quasi eine Woche lang in Ruhe die Map erkunden, die besten Loot-Spots oder die allgemeinen guten Spots in der ganzen gesamten Map einfach mal erkunden, ohne dass uns die Leute auf den Sack gehen können. Finde ich auch eine absolut coole Geschichte. Jetzt eine positive Sache für alle, die Bock auf Apex Legends auf der Steam-Plattform haben, ist ab Season 7 erhältlich. Und wenn ihr auf dem PC vorher auf der Origin Plattform gezockt habt und jetzt auf Steam wechselt, könnt ihr euren Fortschritt mit rübernehmen, was ich sehr, sehr geil finde für alle PC-Zocker. Wüsste nur nicht, warum jetzt Steam oder Origin, aber das ist ein anderes Thema. Das Battle Pass System wird ein wenig überarbeitet. Es gibt jetzt kein direktes Punktesystem mehr, sondern ein Sternesystem. Es gibt Herausforderungen, die 1 bis 5 Sterne haben. Je mehr Sterne, desto höher ist der Schwierigkeitsgrad der Herausforderung. Und wenn wir 10 Sterne gesammelt haben, bekommen wir einen Battle Pass Punkt. Und wir können im Herausforderungsmenü so eine Art Markierung setzen und wenn die Markierung gesetzt ist für eine spezielle Herausforderung, können wir in-game direkt auf der Map nochmal in einem speziellen Menü schauen, okay, welche Herausforderung habe ich eigentlich gerade, ich sag mal, gepinkt und was muss ich alles machen, um die Herausforderung zu erledigen. Finde ich geil. Dann gibt es Verbesserungen beim Wechseln der Aufsätze, die wir auf dem Boden aufheben. Nehmen wir an, wir haben eine Waffe und finden auf dem Boden einen Aufsatz, der besser ist, wie zum Beispiel, wir haben 2 schwere Waffen. Wir haben ein weißes Mech und wir haben ein weißes schweres Mech und auf dem Boden liegt ein blaues. Dann heben wir das blaue auf und das weiße wird automatisch auf der Zweitwaffe, einer schweren Waffe in dem Fall, platziert und ausgerüstet. Aber immer nur dann, wenn es die Zweitwaffe ebenfalls auch verbessert. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich rübergebracht. Dann gibt es an den Replikator eine Änderung. Wir werden in sämtlichen Replikatoren keine Waffen mehr finden. Sie werden durch Schildbatterien ersetzt. Und eine richtig geile Änderung hatte ich heute erst im Livestream. Richtig, richtig ekelhaft. Wenn du dir aus dem Replikator etwas craftest, kann das 5 Sekunden lang kein Teammate, kein Random oder sonst wer dir aus dem Replikator ziehen und dir wegnehmen. Nach 5 Sekunden kann es jeder greifen oder du kannst den 5 Sekunden Counter unterbrechen, indem du das Item einfach pingst. Dann
kannst du sagen, hier kannst du aufheben und tschüss. Übrigens streamen, ich werde Donnerstagmorgen, das möchte ich nochmal betonen, Donnerstagmorgen zu früher Stunde zwischen 7 und 8 Uhr spätestens werde ich die neue Season auf Twitch streamen und ich bin mal gespannt, wie viele da einschalten. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega, mega drauf. Dann gibt es an den Airdrops endlich eine optische Änderung. Wir können von Weitem schon sehen, ist es ein Airdrop, ist es ein Lifeline-Drop oder ist es ein Replikator anhand des Strahls und der Farbe oder um dieser Ring, um diese Landedinger. Der Replikator wird die Farbe hellbraun haben, dieser Leuchtstrahl. Lifeline wird weiterhin hellblau bleiben, so wie wir es aktuell kennen. Und der Replikator blaugrün. Bin ich mal gespannt, ob man das Grün und das Blaugrün gut voneinander unterscheiden kann. Und der Strahl verblasst nicht mehr, wenn wir uns einem Care Package oder diverser Sachen nähern. Das kennen wir ja, wenn wir in der Nähe sind, ist auch immer der Strahl weg, obwohl es gar nicht geöffnet wurde. Der Strahl verschwindet erst, wenn wir das Ding geöffnet haben oder alten Gegner. Dann gibt es einen Indikator für einen Arcster. Wir kennen das, wenn wir einen Arcster, eine Granate oder eine Thermitgranate vor den Latz kriegen oder in der Nähe landet, haben wir nur ein Granatensymbol. Wenn jetzt ein Arcster neben uns landet, den wir nicht sehen, haben wir ein Arcster-Symbol und kein Granatensymbol mehr. Auch keine schlechte Änderung. Und Munition ist jetzt im Inventar pingbar. Wir müssen nicht mehr direkt auf die Waffe gehen und dann zum Ping der Munition da drauf gehen. Jetzt kommen wir zu sämtlichen Legendenänderungen und ich kann gleich dazu sagen, es wird keinen Lifeline-Nerf geben. Habe ich vor ein paar Tagen drüber berichtet. Da habe ich auch gesagt, das ist nur eine Vermutung. An Lifeline wird sich nichts ändern. Das möchte ich gleich betonen. Wir fangen mit Bangalore an. Das Donnergrollen. Die Dinger explodieren jetzt nach 6 Sekunden und nicht nach 8 Sekunden. Und Respawn hat bei diversen Änderungen auch so ein bisschen sich zu Wort gemeldet, was die dabei sich gedacht haben. Ich werde das meiste außen vor lassen, weil das Video unnötig in die Länge zieht. Aber hier wurde nur geschrieben, das Donnergrollen ist weniger dazu da, um den Leuten voll auf den Sack zu gehen, sondern einfach eine Zone zu halten und die Gegner von sich fernzuhalten. Das sollte der Sinn sein. Caustic, eine absolut verrückte Änderung und ich bin gespannt. Es könnte immer noch eklig sein, aber Legenden, egal ob Freund oder Feind, haben durch das Gas jetzt eine klare Sicht. Es wird nicht geschrieben, ob man trotzdem verlangsamt wird durch das Gas, weil ich gehe davon aus, dass man trotzdem verlangsamt wird. Man soll aber jetzt eine klare Sicht behalten, um eben auch Caustic Mains besser zu pushen oder Caustic Gegner. Im Gegenzug wird aber der Schaden des Gases erhöht. Wir kennen die Tickrate, die steigert sich ja pro Tick von 4 Schaden bis maximal 10, wird jetzt erhöht von erstmalig 6 Schadenspunkte pro Tick bis hoch maximal auf 12 Schadenspunkte pro Tick. Richtig, richtig heftig. Mirage habe ich auch schon drüber gesprochen, die Doppelgänger bekommen jetzt mehr Schaden, statt 40 sind es aber 45, bevor so ein Doppelgänger verschwindet. Nachteil dabei ist, es gibt keinen Hitmarker, du siehst also sofort auf die Ferne, wenn du einen Doppelgänger erwischt, weißt du sofort, okay, es ist ein Doppelgänger, weil du keinen Hitmarker bekommst. Der Octane-Buff ist der absolute Wahnsinn. Er soll klein ausfallen, ist aber großer Wirkung, wie ich finde. Die passive Fähigkeit, die Heilrate von 0,5 Lebenspunkten pro Sekunde, wird verdoppelt auf 1 Lebenspunkt pro Sekunde. Ich als unter anderem Octane-Main, ist ja eher ein Solo-Spieler eigentlich, eine krasse Änderung. Ich bin so gespannt, wie sich das spielen wird. Der Watson-Zaun. Wenn man einen Zaun erstmalig berührt, bekommt man statt 10 jetzt 15 Lebenspunkte Schaden. Loba, Munition habe ich schon erzählt. Der Black Market, du kannst jetzt, bis du dumm und dämlich wirst, kannst du dir aus dem Black Market alles, was du im Umkreis für diesen Black Market an Munition findest, rausholen, bis du keine Lust mehr hast und keine Munition mehr findest, ohne ein Slot zu verbrauchen. Absolut heftige Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher im Spiel äußert. Rampart, der Aufbau von Sheila dauert jetzt 1,25 Sekunden statt 2 Sekunden, ist also ein Buff. Und das Schild baut sich in 3 Sekunden auf statt in 4. Ich muss aber sagen, ich habe das im Trainingsgelände bei einem Vorstellungsguide, als Season 6 angefangen hat, mal getimed oder gestoppt.
Bei mir hat das Aufbauen 5 Sekunden gedauert. Keine Ahnung, ob sich da mal was mittendrin geändert hat, was ich völlig übersehen habe. Und jetzt kommen wir zu Pathfinder. Grappling Hook habe ich auch schon drüber gesprochen. Die Cooldown-Zeit wird von 35 Sekunden auf 30 Sekunden reduziert. Alles andere bleibt gleich. Nur der Counter sollte jetzt einfach schneller losgehen und du slidest nicht erstmal stundenlang, bis der Counter überhaupt aktiv wird. Und Respawn hat einen ellenlangen Erklärungstext zu diesen Änderungen geschrieben. Spare ich mir alles. Ist im Endeffekt für mich uninteressant. Hauptsache, die positiven Änderungen kommen. Kommen wir zu den Waffenänderungen. Die R99 ist wieder eine Floorwaffe, ist klar. Die allgemeinen Stats werden wieder zurückgesetzt auf das, wie wir eine R99 eben kennen, wenn wir sie aufheben. Sprich von 12 Schaden pro Kugel auf 11 Schaden und Munitionsgrößen aufsteigend nach Magazin 20, 22, 24 und Lila Max 27 Kugeln. Die Prowler wird jetzt eine goldene oder so eine rote Dropwaffe, wenn man so sagen will. Und dazu muss ich aber in Verbindung noch sagen, der Hop-Up, der Fire Receiving Mod, fliegt komplett aus dem Spiel. Aber die goldene Prowler oder rote Prowler hat trotzdem die ganz normale 5er-Salve oder kann eben vollautomatisch geschossen werden. 35er Magazingröße und eine 175er Munitionsreserve. Ich bin zwar kein Freund von dieser Änderung, darum geht es aber in diesem Video nicht, aber ihr könnt trotzdem allgemein in diesem Video mal mir klar machen, was ihr gut, was ihr schlecht findet oder was ihr euch vielleicht noch gewünscht hättet. Goldene Floorwaffen. Die goldenen Floorwaffen, die Devo, die Mastiff, die Triple Tag, die Flatline und die Vault fliegen raus. Und wir haben 5 neue goldene Floorwaffen. Die Wingman, die Sentinel, die Havoc, die G7. Bin ich sehr gespannt, wie die ausgerüstet ist. Und die Alternator. Sehr geil. Kommen wir zur Hemlock. Dort ändert sich Folgendes. Der horizontale Rückstoß der ersten 3 Schüsse im Einzelfeuermodus ist leicht erhöht. Und für den Salvenmodus gilt der erhöhte Rückstoß für die erste Salve. So, dann haben wir einen erhöhten Rückstoß-Multiplikator im Einzelschuss. Nee, der wurde reduziert. Sorry, Interpretationsfehler. Der Rückstoß-Multiplikator im Einzelschuss wurde reduziert. Einfach im Einzelmodus oder im Einzelfeuermodus soll die Waffe präziser ohne viel Rückstoß sein. Dafür soll sich der Rückstoß im Salvenmodus im Gegenzug einfach ein bisschen krasser anfühlen. So, das dazu. Kopfschussmultiplikator von 2,0 auf 1,75 reduziert, weil man eben auch im Einzelschussmodus relativ einfach einen Kopf treffen kann, wenn man die ganze Zeit den Trigger spammt. Sagen wir es besser so. Kopfschuss gegen Gegner ohne Helm von 44 auf 39 Schadenspunkte reduziert. So, die Havoc hat ein neues Rückstoßpattern, neues Rückstoßverhalten. Mehr hat sich bei der nicht getan. Die Elster bekommt einen Buff, ebenfalls ein neues Rückstoßverhalten. Reduziert die Wärme schneller, wenn sie nicht überhitzt. Das heißt, wenn wir immer mal so triggern, überhitzt die nicht so schnell und reduziert die Überhitzung innerhalb von 1,15 Sekunden von 99% Überhitzung auf 0. Also wenn wir eben mal für 1,15 Sekunden einfach mal nicht Dauerfeuer ballern, ist innerhalb von 1,15 Sekunden die Elster, ich sag mal, wieder zurückgesetzt. Sollte sie doch überhitzen, ist die Nachladesequenz in 2,45 Sekunden erledigt. Und etwas, was ich nicht zu 100% zu interpretieren weiß, ist Entlüftungszeit nach Loslassen des Abzuges von 0,4 auf 0,15 Sekunden. Weiß ich jetzt nicht so richtig, weil dieses, habe ich ja gerade schon erklärt, die Waffe überhitzt nicht so schnell, wenn wir die ganze Zeit drauf losballern, den Triggerfinger loslassen in 1,15 Sekunden. Egal, ich gehe nicht weiter drauf ein. Ich glaube, den letzten Punkt weiß ich nicht zu 100% perfekt zu interpretieren. So, weiter geht's. Die Sentinel. Der aufgeladene Schuss. Wir können ja die Sentinel mit einer Schildzelle oder Batterie. Nagelt mich nicht fest, ich spiele diese Waffe nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine von den, welches von beiden das war. Der aufgeladene Schuss verursacht nicht mehr nur Bonusschaden auf Schild, macht auch allgemein jetzt mit dem Bonusschaden mehr Schaden auf den Gegner. Basisschaden der aufgeladenen Sentinel von 70 auf 88 Schaden. Die Triple Take, die Feuerrate wurde reduziert von 1,3 auf 1,2 Schuss pro Sekunde. Willkommene Änderung, wie ich finde. Es ist immer noch wahrscheinlich die beste Shotgun in Season 7, wie man so schön sagt.
Neuer Hop-Up kommt ins Spiel, habe ich auch schon drüber berichtet. Auf Deutsch heißt er wohl Express-Halfter und ist für die RE45. Und die Wingman, interessante Perks, schnell ziehen und schnell wegstecken der Waffe. Das sollte erstmal klar sein, wobei ich eigentlich schnell ziehen bei jeder Waffe relativ flott finde. Man ist auch mit einem Visier schneller im Visier und geringere Streuung beim Hipfire, also beim Schießen aus der Hüfte. Interessante Änderung. Der Fire Receiving Mod fliegt raus, habe ich gesagt. Und jetzt kommt etwas, oh, das wird auf sehr viel Negativkritik stoßen. Bin ich mir hundertprozentig überzeugt. Die Meta des Evo Shields wird komplett überarbeitet, bis sich jeweils die nächste Stufe evolutioniert. Mir fehlt gerade das deutsche Wort, sorry. Wir brauchten für die erste Stufe ursprünglich 50 Schaden, jetzt brauchen wir 100 Schaden für die erste Stufe. Für die nächste Stufe, für die blaue, brauchen wir jetzt 150 Schaden mehr statt 125. Für Stufe 3 lila brauchen wir jetzt 300 statt 250 Schaden. Und Stufe rot von 500 auf 750 Schadenspunkte erhöht. Das ist echt übelst heftig, wie ich finde. Also mal gucken, wir lassen uns mal überraschen. Deswegen wird wahrscheinlich das goldene Körperschild jetzt wieder öfter gespielt. Könnte ich mir vorstellen. So, dann wurde der, und das habe ich wirklich nicht bis ins Detail mir aufgeschrieben, jeden einzelnen Ring, aber der allgemeine Ringschaden wurde reduziert. Die einzige Ringschaden oder der einzige Ringschaden, der nicht reduziert wurde, sondern gleich bleibt, ist die erste Zone. Ansonsten wird peu à peu prozentual der Schaden pro Tick außerhalb der Zone reduziert. Audio. Step Sounds sollen jetzt besser sein, es wird aber weiterhin daran gearbeitet. Ich bin gespannt. Das ist eigentlich das Interessanteste. Und bei Octane weiß ich nicht, ob ich die Übersetzung richtig interpretiert habe. Ihr kennt diesen Bug, wenn ihr ein Jump Pad hinschmeißt und vielleicht da drauf geht. Kennt ihr ja den Trick, wenn ihr drauf kommt und sofort die Sprungtaste drückt, fliegt ihr höher und weiter, bevor ihr den Doppelsprung macht. Und wenn ihr das gemacht habt, ist das manchmal so gewesen, dass ihr auf einmal stecken geblieben seid und seid einfach nicht nach vorne katapultiert worden. Aber in der Übersetzung steht, dass man während des Doppelsprungs stecken bleibt. Könnte ein Übersetzungsfehler sein, kann ich nicht genau sagen. Das waren alle zwei Seiten Änderungen. Ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich zeige euch jetzt noch den Horizon Teaser-Trailer, der die Legende komplett vorstellt, die Fähigkeiten nochmal im Einzelnen zeigt. Und was auf jeden Fall klar ist, das schwarze Loch macht keinen Schaden, sondern hält einfach nur die Gegner in dem schwarzen Loch. Ist auf jeden Fall ein mega geiler Trailer. Das war's jetzt von mir. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde in die ganze Woche vormittags zwischen 9 und 12 Uhr auf Twitch streamen, außer am Donnerstag, wenn die Season losgeht, schon 4 Uhr morgens leider, deutsche Ortszeit. Da werde ich versuchen, schon früh um 7 vielleicht schon online zu sein. Mal gucken, vielleicht wird es ein bisschen später. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich hoffe, dass ihr mir für das Video einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends, gerade zur Season 7, nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Once thought lost into the abyss of space, Dr. Mary Summers has returned to become the legend of Olympus, Horizon. If not even like an escape the event Horizon, how do you think you'll escape me? A master of gravitational fields, her abilities bring an entirely new dimension to the games. Come on, little Newty. We've got work to do. Her repulsion star creates a powerful gravity lift. Up and away, Newty. Propelling legends upward and boosting them on exit, allowing squads to gain the advantageous high ground. And away we go! Or you can have a little fun with your enemies. Now, how are we supposed to test our equipment if people keep expiring on us, Newt? Horizon's advanced spacesuit allows her to maneuver in midair and protects her on impact. Thanks, Jump Jets! Let's do this! But there is no greater ally than Newt. Perfected in the depths of space, Singularity deployed. Newt creates a micro black hole, perfect for pulling squads out of cover and holding them for the kill. What's a wee singularity between friends? Horizon is conducting her most important research yet. Didn't take it personal, dear. I've got me a promise to keep.